Rezeptin auf dem Kuchen? Wie läuft mit den richtigen Leuten und der richtigen Einstellung? Kann das hier etwas Besonderes werden? Bei allen Siedlungen, die ich im Westen aufgebaut. Wenn du genug Spezialisten hast, dann lass uns Prosperity voranbringen. Wenn nicht, lass uns weiter. Verbessere Einrichtung 0 von 3. Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt. Ne, verbessere Prosperity. Und um Einrichtung zu verbessern, schön, dass du es geschafft brauchen hast. Wir Ethanol. Ne? Okay, wir müssen jetzt das Dings machen. Ne? So cool. Weil, um diese Sachen zu verbessern, wie die Werkstatt oder auch das Trainingscamp, ne? Brauchen wir was? Genau, das ist ja fast. Brauchen wir alles Ethanol. Ja. Deswegen, lass uns ein Auto zusammenschrauben. Wir haben ja die Federn dafür. Ne? Und... Aber ich wollte hier schön... Gut, dass du auf unserer Seite bist. Ich wollte, dass hier offen ist. Kannst du gerne gucken, ob du mir überhaupt herstellen kannst. Ich stelle uns schon mal ein Auto her. Du kannst ja herstellen. Ich kann nicht alles machen. Oh, was wollen wir? Für den Quad oder so, ne? Ja, ich auch schon so. Auch wenn ich es witzig finde, weil du mit einem Traktor durch die Gegend fahren, aber guck dir die Geschwindigkeit an. Ja, Quad ist am schnellsten, guck hier. Der hat zwar nicht so viel Widerstand, aber der ist echt am schnellsten. Ich baue einen Quad, ne? Ja, würde ich auch sagen, das Quad. Herstellen mit Materialien erworben. Deswegen, um diese Autos hier zu bauen, Stufe 2, müssen wir deren halt upgraden. Ne? Okay, aber wie bekommen wir hier hin? Ich hätte eine fröhliche Schaufel! Cool. Okay, jetzt habe ich das hergestellt. Wo kann ich das jetzt holen? Du brauchst doch Dingsmini, ne? Irgendwie. Guck dir hier. Jo, ich guck gleich. Aber jetzt habe ich das Auto hergestellt. Wo kann ich mir das jetzt rufen, das Quad? Eigentlich auch hier. Ja, aber nicht an der Werkstatt. Da kann ich es nur herstellen. Gemoni, ja, der guckt dir mal ab, wie viel Kupfer ich habe und wie viel ich brauche, um einmal aufzufüllen. Jo. Quad hast du schon, ne? Quad habe ich hergestellt. Ich auch. Ich hab Schaufel. Hier ist die Fahrzeugrufstation, hier vor der Jinx. Guck. Hier ist eine Fahrzeugrufstation, ja. Das Quad habe ich gebaut gerade. Hier vor der Tür sehen. Willst du fahren? Ja. Ja, erstmal zu dem Außenposten, den wir gefunden haben, weil, wie gesagt, wir brauchen ja Ethanol und das gibt's hier. Voll. Die alte Schmiede. Na? Ja, okay. Ist die alte Schmiede. Und dass hier 100 Menschen mehr auf uns sind, überrascht mich nicht. Ja? Viel Spaß dabei. Ich werde dich umdrehen. Hey! Hey! Du bist versteckt und nicht! Hey, ich verflicke. Kleine auf Uhren zu machen. Dumm oder so? Ich box dich kaputt. Ich glaube, es macht keinen Schaden zu boxen. Doch, mach's. Aber halt nicht. Vielleicht ja doch. Ja. Kurz, aber eigentlich, es gibt sogar ein Skill mehr Faustschaden. Das macht eindeutig Schaden. Na? Guck, das war. Das hat man nicht gehört. Ja, der Gegner verstärken. Scheiß drauf, dann sind halt mehr Leute oben. Wir haben Digga, der hat einen Mörser oder so. Den will ich haben. Gib deinen Mörser her. Ja! Nimm mir Mörser mit. Digga, ich hab einen Raketenwerfer. Ich hab einfach einen Raketenwerfer von dem Booty. Damit schieße ich dich jetzt ab, Alter. Der hat den Booty gerade dabei gehabt, der eine hier. So, ja, ich komm. Ich war gerade so begeistert von meinem Raketenwerfer. Okay, ich hab mitbekommen, dass du down gegangen bist. Ich wird von hinten angeballert. Ah, ich glaub, mit Autos sogar. Das ist praktisch ein Raketenwerfer. Kapital ja, what the fuck? Baller ich mal Rimmel rein. Das ist geil. Also der Raketenwerfer ist echt geil. Ne? Ja, ich nehme mal kurz ein bisschen Medizin zu mir. Währenddessen hast du, glaube ich, den Außenposten geschafft, ja. Der Profi. Guck sie dir an mit ihrem Raketenwerfer in der Hand.
Ja, also, es gibt das in drei Stufen, ne? Wir haben jetzt die alte Schmiede bei Stern 1. Ne? Mit einem Stern. Es gibt drei Sterne. Kann man die öfters befreien? Wir haben 100 Ethanol und 5 Kohlefaser bekommen. Geil, damit können wir auf jeden Fall schon mal ein Ding upgraden. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Wir können das Ethanol gut. Jetzt hast du zwei Optionen. Du kannst den Außenposten behalten oder plündern. Die Highwaymen werden mit Verstärkung zurückkommen. Wenn du ihn dann ein weiteres Mal übernimmst, bekommst du allerdings mehr Ethanol. Ach, guck mal, dafür kannst du Wechsel eintauschen. Ein Glück, dass du gekommen bist. Herausforderung abgeschlossen. Außenposten mit einem Freund. Ich würde sagen, wir plündern den nicht, sondern lassen den einfach so, wie er ist. Na? Und dann, wenn die ihn zurückerobert haben, kommen wir zurück und holen uns den erneut. Na? Oha, 100 IQ. Ja, weil es gibt bis zu 3 Sterne und du kriegst mehr Ethanol. Aber ist doch dumm, die zu plündern. Wir lassen die einfach und die erobern die dann zweimal wahrscheinlich zurück, weil es 3 Sterne gibt. Und wir bekämpfen die jedes Mal. Ne? Hä, woher so schlau? Ich hab das, was sie gesagt hat, ne? Das habe ich jetzt einfach in einen Plan umgesetzt, was am sinnvollsten ist. Ne? Wollen wir sonst Celine holen in der Zwischenzeit? Ja, weil, weil wir müssen halt jetzt 3 Außenposten plündern, beziehungsweise den 3 Mal. Wir brauchen mindestens 250 Ethanol, um 3 Sachen zu verbessern. Ne? Weil 2 kosten 75, der Rest 100. Ne? Hm? Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal weiter halt. Vielleicht da oben sind zurück oder wir finden auf dem Weg noch einen weiteren. Hier ist Celine. Ne? Wie Celery. Ist ja irgendwo unser Quatsch. So. Ja, steht sie doch. Noch hin, nur mal mit dir. Verdammt, schaffe ich nicht. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in der Verfickte. Hol mir meine Reiseapotheke von da unten. Ich mach deine Leute glücklich und gesund und all das. All das. Oh. Gut. Oh, nee, nicht. Hast du die eingesammelt? Hast du die Reiseapotheke eingesammelt? Ich sehe keinen Weg nach oben, Schnecke. Guck mal, ob du einen anderen Weg findest. Hast du die Reiseapotheke eingesammelt? Nee, konnte man nicht. Das hat mich nicht gewundert, weil das Einsammeln stand da. Ich bin bloß dran vorbeigeflogen halt. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Ne? Mhm. Man sieht das wahrscheinlich, weil ich die Falle ausgelöst habe. Auf dieser Plattform, ne? Hat das wahrscheinlich gezählt. Ja, oder man sollte runterfallen. Ja, man sollte runterfallen, aber ich meine, ich bin nicht direkt draufgefallen und das hat anscheinend deswegen gezählt. Ich drehe das einfach mal auf, keine Ahnung, was das ist. Ah, gut. Die Ziele zu drehen, aber im Endeffekt war es das, was wir machen sollten. Ne? Mhm. Ja, durch die Tür kommen wir nicht mehr. Wie gut, dass ich gerade Wummenvolumen gespielt habe. Ne? Schön den Wasserstand. Schön. Ich hab wahrscheinlich hier durch auch. Hier. Oben. Ja, warte, ich muss wieder hochtauchen. Ich bin gerade runtergetaucht. Ach so. Ah, okay. Jetzt wiederum ist das Nichtsteigen des Wassers problematisch. Ja. Es muss steigen. Du musst mir Wasser besorgen. Sieh dich mal um. Nee, hier lang, ne? Blöde Köter. Lass mich in Ruhe. Halt runter! Erstmal schön die Haut einsammeln. Ich mag eigentlich Hunde, aber die waren aggressiv. Ich mag keine aggressiven Hunde. Ne? Hier geht's weiter. Glaube ich zum Hund oder ne? Ne, ne, hier geht's nur nach unten. Das ist so. Ne, ne. Nee, nee, hier geht's nur ins Dings. Nein, guck doch, wir müssen hier irgendwo lang durch, aber anders lang durch. Ne? Hier geht's aber nicht weiter, also müssen wir wahrscheinlich hier so lang, oder? Hä?
Runter kann nicht sein, das ist auf unserer Ebene. Ne? Ne? Was du auch tust, keine Panik. Alle Panik in der Gegend ist für mich reserviert. Wenn du Panik kriegst, verbrauchst du den ganzen Sauerstoff in deinem Blut. Dann ertrinkst du doppelt. Ja, das ist gut, dass ich noch Lungenvolumen, wie es geht, aber einfach nur so auf blauen Dunst. Eventuell könnte es jetzt helfen. Ne? Ja, es war doch richtig, dann lang zu tauchen, ne? Was? Ja. Digga. Ey, guck mal hier. We love you. Digga, es ist einfach so ein Joseph-Bunker, ne? Es ist einfach so ein alter Joseph-Bunker. Ja, ich freu mich bloß grad wo. Ist mir gleich hin. Da drüben, dann da die ganze. Hier die Leiter hoch, ne? Ja, okay. Dann hab ich jetzt aufs ja. Nein, da schaue ich. Nicht runter, Alter. Ja, jetzt sind wir im Suchgebiet. So, jetzt drehe ich hier wieder auf, weil es so schön ist. Oh nee, hier müssen wir schon so schön. Ja. Irgendwo muss noch ein Ventil sein. Guck mal. Hier. Das hab ich auch. Ja, ja, da leuchtet irgendwas, ne? Jo. Dafür müssen die, glaube ich, schließen, die Räder. Ne? Weil dann kommt da Wasser raus. Ne? Noch eins? Ah, da oben. Ne, das hast du schon, ne? Ne. Da läuft aber auch Wasser raus. Aber jetzt läuft kein Wasser raus. Das war's schon. Ja, da müssen wir auch dagegen schießen. Hm, glaube ich nicht. Ich glaube, irgendwo ist noch ein Rad. Das wird gerade übersehen. Aber wir müssen die doch alle aufnehmen. Wir wollen den Wasserdruck erhöhen, oder? Wird schon. Ja, ich könnte es auch genau andersrum mal versuchen. Ne? Ich öffne die mal alle, einfach nur aus blauem Dunst. Ja. Hm. Erhöhe den Wasserstand. Hm. Ja, oder doch? So. Nein, das sind mal alle offen. Nee, auch nicht, ne? Mhm. Hm. Ich dachte, öffnen macht mehr Sinn, oder? Ja. Vielleicht das Ding überkommt. Jetzt. Yes. Jetzt! Jetzt hat es funktioniert. Also, das klingt vielleicht irrational, aber wo es Wasser gibt, gibt's auch Krokodile. Ich sag's der will mich gleich ein Krokodil angreifen, ne? Wir müssen doch da rein. Ne? Ja, wir müssen gleich ein Krokodil angreifen, ja, ich töte die auch. Hier wieder raus. Einfach wieder raus. Ne? Also ich zumindest. Ja, das ist auch ein Lungenbewegungsgehen. Ne? Alter, jetzt komme ich hier unter nicht durch! Scheiß Dreck! Lass mich durch! Muss ich überhaupt lang? Da geht's nicht lang, Kultur. Doch, doch, da lang. Nein, da geht's nicht lang. Der zeigt zwar die Richtung, aber der geht's nicht lang. Wir müssen hier wieder die Leiter durch. Da wo wir hergekommen sind, wieder raus wollen wir. Ja, kannst du jetzt mal. Kannst du jetzt mal die scheiß Leiter runterschwimmen? Nede. Danke. Dass du dumm bist? Danke, dass du dumm bist und einfach nicht mal den scheiß Arsch bewegst. Ne? Okay. Guck mal. Na,
wahrscheinlich, wenn das Wasser da ist und dann so gut durchschwimmen. Können wir oben drüber schwimmen. Hallo! Hoch! Rüber! Meine Güte! Ach, ganz oben ist bekommt man Luft? Ja, natürlich bekommst du ganz oben Luft. Weil das Wasser ja nicht ganz links steigt. Jetzt. Also das klingt halt vielleicht die Klappe, irrational. Bitte. Aber wo es Wasser gibt, gibt's auch Krokodile. Ich sag's ja nur, okay? Ich sag's ja nur. Falsche Richtung? Nee, hier unten durch. Hier ist eine Tür. Ja, und du kannst auch wieder hoch. Schade. Ah ja, so, du kannst zwischendurch auftauchen hier zwischendurch. Wenn du mich gerade durch die Tür schwimmst, kannst du hier zwischendurch kurz auftauchen. Ne? Na? Das heißt immer durch die Tür durch und dann auftauchen, so funktioniert. Ne? Das ist das Problem. Ne? Ach, wir müssen gleich hier den schießen. Ich weiß nicht, was du hier bist. Ah, hier, hier, hier. Will den Wasserstand erhöhen? Och nee, Digga. Hey, du brauchst nur ein bisschen mehr Wasser. Versuch mal die Leiter. Ja, wie das klingt, du brauchst nur ein bisschen mehr Wasser, Digga. Was schickst du mich überhaupt hier runter, Mädel? Das ist schon die nervigste Quest im Spiel. Der Weg vom verwirrt so, ne? Weil du musst so ganz anders lang als der hinzeichnen. Hä? Okay. Ich glaube, hier geht's wieder runter, ne? Guck mal hier bei mir. Hier geht's wieder runter. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Da ist außerdem doch jetzt scheint richtig zu sein, weil da ist Krokodil. Krokodil Dundee ist gerade auf mir. Ich habe gerade einen Krokodil getötet, indem ich ihn gerade seinen Unterkiefer verrenkt habe. Matze, der Zahnarzt. Was? Ich musste schnell X drücken und dann musste ihm seinen und dann hat er seinen Unterkiefer weggebogen und da ist das Krokodil gestorben. Also so wirklich richtig rausgerissen gefühlt, einfach richtig weggebogen. Ich habe jetzt aber hatte ich wieder am Rad. Danke, Kapitän. Oh, Kackwurst. Das Wasser steigt schnell. Ja, Digga, Meide, was denkst du, was ich tue? Na? Denkst du, ich mache jetzt noch eine Poolfahrt mit dem, oder was? Ja, wir sind zu Feuerwehr, machen da noch ein Osterfeuer. Ja, richtiger Musik aber bitte. Hör mal, du bist ja voll die Superheldin, was? Spider-Man. Ein super krasses Fitness-Genie. Hat er bei dir, hat sie du bei dir Superheld gesagt? Mhm. Ah, okay. Das ist sogar witzigerweise so synchronisiert, dass man nur Mann oder Weib nimmt. Mir hat sie gerade gesagt, du bist ja voll die krasse Superheldin. Mhm. Ne? Okay. Mhm. Und fuck mal gut, was auch. Da,
Ja, gut möglich. Ist mir jetzt bloß gerade aufgefallen. Dass sie gerade zu mir gesagt hat, du bist ja voll dabei. Ah ja, deswegen können wir nicht zurückholen, weil wir, weil die Plattform ist halt zusammengebrochen, ne? Na? Wir spielen gerade Halle. Kann ich jetzt hier? Na, was ist das? Achso. Na? Ah ja. Ich liebe dich, verfick nochmal. Ich werde weiterleben. Kein Tod für mich. Kein Tod für dich. Wir können weiter durch die Landschaft stolpern. Sobald ich meine zurück habe, kann ich alle mit solchen Reiseapotheken ausstatten. Ja, mach das. Ich gehe zu dir nach Hause, ja? Okay, lass uns heute Nacht treffen. Zu einem Dreier mit Capital Bois. Wo ist denn mein Hause? Also Zeit ist noch unser. Ja, Plünderbauer Beute 50 Ethanol. Nee. Machen wir nicht. Wir können aber auch kurz nach Hause gehen. Ne? Mhm. Wir gehen auch kurz nach Hause, dann können wir ja schon mal das erste Gebäude ausbauen. Ja. Und ich würde sagen, dann holen wir weiter Charakter, weil Hauptquest können wir jetzt weiter, wenn wir drei Gebäude ausgebaut haben. Ne? Mhm. Und vielleicht finden wir auf dem Weg zu Charakter noch weitere Außenposten, die wir dann plündern können, um die eigentliche Hauptquest weiterzumachen, ne? Mhm. Denn das wäre erstmal mein Plan. Gerade. Ne? Jo. Was wollen wir zuerst aufbauen? Hier gefällt mir viel besser als den Leuten ständig, dass sie ihre eigene Pisse trinken sollen. Ich bin auch für krassere Autos. Trainingskram. Na, das sind bloß unsere Rekruten. Ja, okay, Helferauswahl. Ich glaube, die werden sogar sicherer, oder? Die sind nicht mal zur Verfügung, guck mal hier. So, wenn du mit einem Freund spielst, steht dir Hilfe auf Hauptpunkt nicht zur Verfügung. Hot Kamina, Pastor Jerome, ne? Warte, wir können auch beide eins, ne? Nein, ich habe glaube ich noch 100 Etanol. Ich verbessere mal die Werkstatt. Okay. Werkstatt, Stufe 1 von 3. Jetzt können wir die Autos blau machen. Ah, dafür brauchen wir auch Prosperity Stufe 2, um das weiter abzuholen. Home is where the part is. Upgrade, okay. First time. Ja gut, die ist nicht mal übersetzt. Das würde ich halt gerne, glaube ich, als nächstes machen. Na? Hm? Den Heilkräutergarten, da kriegen wir bessere Erste-Hilfe-Sets. Na? Okay.